Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video gebe ich euch 5 Tipps mit auf den Weg für weißere Zähne. Ja, Leute, heute geht es um weiße Zähne. Beißerchens. Es geht um die Beißerchens heute. So, Leute, und ich muss sagen, ich habe auch keine perfekten Zähne. Ganz im Gegenteil, meine Zähne könnten auf jeden Fall besser sein. Ich hatte keine Zahnspange und deshalb sind meine Zähne jetzt nicht so wow, perfekt gerade. Aber jeder Mensch wünscht sich natürlich weiße, schöne Zähne und ein weißes, schönes Lächeln. So, da können wir alle ehrlich sein, ist ja so. Und da versucht man natürlich auch den einen oder anderen Trick anzuwenden, damit man weißere Zähne hat. So, vor allem gerade in den USA, ja, dann drehen die alle komplett durch, was das angeht. Aber gut, so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Ich möchte euch heute die 5 Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr weißere Zähne bekommen könnt. Ich war letzte Woche bei der Zahnreinigung und habe mit meiner Zahnärztin gesprochen. Wir haben einfach ein bisschen gequatscht, wie man seine Zähne weißer bekommt. Und da habe ich mir gedacht, komm, das will ich euch nicht vorenthalten. Und wir starten direkt mit den 5 Tipps für weißere Zähne. Tipp Nummer 1, der wohl weit verbreiteste Tipp überhaupt, Zahnaufhellungszahnpasta. Ja, Leute, ich meine, das gibt es in jedem Drogeriemarkt, ja, steht eine Zahnpasta, wo drauf steht weiß, ja. Gut, könnt ihr euch natürlich kaufen, ja, aber achtet drauf, dass ihr eine gute Zahnpasta habt. Eine gute Whitening Toothpaste ist natürlich ein Tipp oder ein Trick, wie man seine Zähne etwas weißer bekommt. Allerdings achtet wirklich darauf, dass ihr eine gute habt, denn ich habe damals den Fehler gemacht, ich habe so eine Billow Whitening Toothpaste genommen und was da passiert, irgendwann tat man, ich habe geschrubbt wie bekloppt, ja. Und irgendwann habe ich echt Schmerzen gehabt an meinen Zahnhälsen und das ist nicht geil. Also wenn ihr eine Whitening Zahnpasta benutzt, dann kauft euch eine gute. Ich packe einfach mal einen Link zu 1-2 Zahnpasten in die Infobox rein. Könnt ihr mal schauen, was für euch funktioniert. Tipp Nummer 2. Aktivkohle und Aktivkohle-Zahnpasta. Ja, Leute, was soll ich da großartig zu sagen? Ich glaube, überall auf Instagram, ja, in jeder Zeitschrift, in der Werbung, überall. Aktivkohle, Aktivkohle, Aktivkohle. Aktivkohle kann, glaube ich, alles gefühlt, ja. Aktivkohle macht weißere Zähne, Aktivkohle macht bessere Haut, Aktivkohle macht schönere Nägel, Aktivkohle macht deine Wäsche wahrscheinlich auch noch weiß, ja. Aktivkohle, ja, ein interessantes Thema, was gerade krass gehypt wird. Aber anscheinend soll das tatsächlich ganz gut sein. Vor allen Dingen finde ich gut, dass bei Aktivkohle das relativ natürlich ist und keine irgendwie Chemie, wie man die Zähne irgendwie weiß kriegen möchte, sondern wirklich auf natürlicher Basis. Man kann da jetzt nicht so riesen krasse Ergebnisse erwarten, aber es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, seine Zähne weißer zu bekommen. Ich packe einfach mal 2 Links zu Aktivkohlepulver und Aktivkohlezahnpasta mit in die Infobox rein. Schaut es euch mal an, vielleicht findet ihr es ja ganz cool. Tipp Nummer 3, White Stripes. Ja, Leute, White Stripes gibt es in jedem Drogeriemarkt, in fast jeder Supermarktkette findet ihr die irgendwo neben der Zahnpasta. Ähnlich wie bei Aktivkohle, man hat jetzt nicht die extrem krassen Ergebnisse mit diesen White Stripes, aber man kann sicherlich um eine halbe oder vielleicht sogar eine Nuance seine Zähne heller bekommen. Man muss aber immer dabei bedenken, dass das natürlich alles kurzfristig ist. Man muss diese Dinger natürlich immer wieder benutzen. Aber es ist natürlich eine gute Möglichkeit für zu Hause easy zu machen, dass man einfach sich diese White Stripes auf die Zähne drauf macht und seine Zähne so ein wenig weißer bekommt. Tipp Nummer 4. Home Bleaching Set. Leute, Wahnsinn, was ich auf Instagram gesehen habe. Ja, so viele Instagrammer, Blogger hatten dieses Ding in der Fresse, ja, wo man blaues Licht auf seine Zähne strahlen lässt. Home Bleaching Set. Gibt es gerade, ich weiß gar nicht, wie lange das schon gibt, so 1-2 Jahre ist es, glaube ich, schon auf dem Markt und auch weit verbreitet. Man nimmt dann so Gel, putzt sich mit so einem Gel die Zähne und dann macht man sich so ein Plastikding in den Mund, was dann im Prinzip so LED-Blaulicht auf die Zähne strahlt. Ob das so krass gut ist, weiß ich nicht. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber ist eine gute Alternative, um seine Zähne zu Hause auf einer Stück weit gesunden Art und Weise weißer zu bekommen. Ich packe auch einfach mal einen Link zu einem Home Bleaching Set in die Infobox rein. Schaut es euch einfach mal an. Vielleicht teste ich das auch mal. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich es mal teste. Mal schauen. Tipp Nummer 5. Leute, wenn ihr wirklich weiße Zähne haben wollt, ja, dann geht da, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Ein professionelles Bleaching beim Zahnarzt.
Ja, Leute, ein professionelles Bleaching beim Zahnarzt kostet natürlich auch den ein oder anderen Euro. Ja, da müsst ihr natürlich ein bisschen in die Tasche greifen, aber ich denke mal, das ist die effektivste Variante, um seine Zähne weißer zu bekommen. Ich persönlich, muss ehrlich gestehen, habe das schon gemacht. Ja, und ich würde es nicht nochmal machen, denn ich fand es sehr unangenehm. Klar, die Zähne sind auf jeden Fall ein Stück weit weißer geworden, aber ich fand es echt extrem unangenehm. Man musste halt Ewigkeiten seine Zähne so Mund aufmachen, seine Zähne zeigen und es tat irgendwann so weh. Also für mich war es einfach nicht angenehm. Ja, ich persönlich würde es nicht normal machen, aber wenn ihr eure Zähne wirklich weiß haben wollt, dann ist natürlich der Weg zum Zahnarzt, glaube ich, der effektivste Weg und da kriegt ihr eure Zähne dann auch wirklich ein Stück weit weißer. Ich packe auch nochmal ein Foto hier rein, wie ich aussah beim Zahnarzt, als ich mir meine Zähne habe bleachen lassen. So ein Zahnbleaching ist jetzt auch nicht mehr so übel teuer beim Zahnarzt. Ihr könnt es ja mal ausprobieren bei dem Zahnarzt eures Vertrauens. Da ist auf jeden Fall gesichert, dass ihr die Zähne ein Stück weit weißer bekommt. So, und jetzt noch ein absolutes No-Go, was ihr nicht machen dürft, auf gar keinen Fall, ja. Ein Zahnbleaching zu Hause selber machen mit Backpulver, Zitronen und Alufolie. Macht es auf gar keinen Fall. Leute, das wäre das Schlimmste, was ihr machen könntet. Meine Zahnärztin hat mir gestanden, dass sie das damals wirklich zu Hause gemacht hat mit Backpulver und Alufolie und Zitrone. Aber Leute, das ist überhaupt nicht gesund für eure Zähne. Ja? Macht es auf gar keinen Fall. Das tut anscheinend auch höllisch weh, hat die Zahnärztin gesagt. Und es ist super ungesund für die Zähne. Natürlich habt ihr kurzfristig eine krasse Reaktion auf die Zähne, weil natürlich auch eine chemische Reaktion da in den Zähnen oder auf den Zähnen passiert. Aber Leute, das ist absolut nicht effektiv und auch nicht langfristig gedacht. Also ihr habt eure Zähne wirklich nur einmal in eurem Leben. Erst die Milchzähne, dann die anderen Zähne. Aber die Zähne, die ihr dann lange habt, ja, die habt ihr nur ein einziges Mal. Also schadet euren Zähnen nicht irgendwie zusätzlich. Also macht es auf gar keinen Fall. Riesengroßes No-Go. Jetzt fasse ich nochmal zusammen. Tipp Nummer 1, Aufhellungszahnpasta. Tipp Nummer 2, Aktivkohlepulver oder Aktivkohlezahnpasta. Tipp Nummer 3, White Stripes. Tipp Nummer 4 war das Home Bleaching Set. Und Tipp Nummer 5, das professionelle Zahnbleaching beim Zahnarzt. Ja, Leute, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support. Und sage bis dahin, white, tief, immer schön smilen.